Asanas. Könnt ihr am Anfang auf dem Rücken liegen und eure Wirbelsäule als eine Symmetrieachse spüren. Füße sind links und rechts von dieser Achse etwas nach außen gegeben und die Arme schräg nach unten. Dabei können gleichzeitig eure Achselhöhlen frei liegen für ein gutes Atmen und die Arme, weil sie schräg nach unten sind, entspannen sie auch die Schultern. Spüre den Hinterkopf auf dem Boden und lass ihn auch liegen. Und dann kannst du aber das Kinn nochmal drehen in Richtung zum Hals, mit dem Nacken etwas länger. Und entspannt sich dadurch. Deine Augen sind geschlossen. Atme nun zweimal langsam und tief. Nun lass die Körperrückseite mit jeder weiteren Ausatmung etwas mehr nach unten sinken. Und Yoga Vidya steht ja auch in der Tradition von Swami Sivananda, der sozusagen den Grundstein gelegt hat für all das, was wir auch heute haben und weiter verbreiten können. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dass er auch diese Organisation geschaffen hat und sein Ziel es war, Yoga in die Welt hinauszutragen und Yoga Vidya nun heute darauf aufbauen darf und wir auch dabei sind, das zu tun. Und so können wir jetzt versuchen, eine besonders gute Yogastunde zu machen. Ich mit dem Ansagen und ihr mit dem Ausführen der Übungen. Einmal für euch, für euren eigenen Körper könnt ihr alles geben. Nicht zu viel, sodass es auch gut tut, aber durchaus alles, was euch möglich ist an Kräftigung, an Dehnung, an Gleichgewicht in dieser einen Yogastunde, auch Swami Sivananda zu ehren. Und so atmen nun wieder zweimal langsam und tief. Und bewege deine Hände und Füße. Bewege auch Arme und Beine. Und am Ende mal ausstrecken, entweder am Boden entlang oder wenn die Schultern verspannt sind, dann streck dich lieber in Richtung Decke aus, dann einfacher. Und dann die Arme wieder nach unten nehmen. Und als nächstes kannst du ein Päckchen machen, mal beide Knie an den Brustkorb ranziehen. Den Händen von außen um die oberen Schienbeine greifen, die Finger zusammenstecken. Kleine Schaukelbewegung nach links und rechts über die Beckenrückseite. Dabei muss das Kreuzbein aufliegen, ist eher ein weites Päckchen. Und während ihr das macht, kann ich uns beide auch noch vorstellen. Ich bin Wolfgang, werde also diese Yogastunde mit euch machen und die Yogeshwari auf der Matte auf der Bühne wird dann für euch die Asanas begleiten und vorführen. Und nun kannst du übergehen in kleine kreisende Bewegungen. Das Kreuzbein als den Mittelpunkt des Kreises. Die Hände fassen die ganze Zeit um die oberen Schienbeine. Es soll also eine ganz entspannte Haltung sein, wo lediglich die Hände Aktivität haben. Alles andere ist entspannt. Auch mal die andere Richtung kreisen. Es sind Bewegungen in der Lendenwirbelsäule und in den Hüftgelenken, die jetzt vorbewegt werden für spätere Übungen. Dann anhalten. Kopf kann liegen bleiben die ganze Zeit, soll auch ganz entspannt sein und die Knie mal intensiv an den Brustkorb ranziehen und dort halten. Und dadurch kommt etwas mehr Dehnung aufs Gesäß und auch in den Bereich der Lendenwirbelsäule rein. Immer selber entscheiden, wie weit ihr gehen wollt in den Asanas. Und auch, ob ihr vorzeitig Pause machen wollt bei manchen Asanas. Immer selber auch entscheiden. Gut, jetzt könnt ihr die Füße am Boden aufstellen und beide Beine ausstrecken. Wir machen als nächstes eine Drehung im Liegen auf dem Rücken. Eine sogenannte Krokodildrehung mit einer besonderen Variante. Das braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, weil da sind einige Details, die ihr wahrscheinlich noch nicht so kennt, die aber sehr sinnvoll sind, um eure Wirbelsäule am Ende
gerade und gedreht zu haben und nicht gebogen. Am Anfang sind eure beiden Beine ausgestreckt, die Füße zusammen. Und dann stellt ihr den rechten Fuß am Boden auf, neben dem anderen Knie, aber nicht wie gewohnt überkreuzt, sondern auf derselben Seite. Und dann setzt ihr den rechten Fuß mal etwa 10 cm weiter nach rechts, hebt dann euer Becken an und versetzt das Becken auch 10 cm nach rechts und legt es komplett ab. Die Arme sind jetzt 90 Grad zu den Seiten und jetzt stellt ihr euren rechten Fuß entweder an die Außenseite des anderen Knies auf den Boden, also überkreuzt, oder die Ferse oben auf das Bein, auf den Oberschenkel drauf. Und dann lasst ihr das gebeugte Knie zur linken Seite in Richtung Boden gehen, aber das geht bei den meisten nicht bis zum Boden, sondern nur in diese Richtung, weil auch das rechte Schulterblatt aufliegen muss auf dem Boden. Ne? Das ist euer Ausgangspunkt. Zweite Bewegung ist jetzt eine gleichzeitige Bewegung. Während ihr euren Kopf nach rechts dreht, schiebt ihr euren Hinterkopf nach links. Als Ausgleich, um mit einer geraden Halswirbelsäule zu liegen. Die würde sonst zur Seite geknickt liegen und gedreht und so liegt sie jetzt gerade und gedreht. Und die übrige Wirbelsäule, weil das Becken zur Seite versetzt wurde und anschließend das Drehen. Und das hebt sich auf, diese beiden Bewegungen. So liegt ihr auch mit einem geraden Rücken, anstatt mit einem hohlen Rücken. Und der rechte Fuß befindet sich vor der Kniescheibe oder auf dem Bein obendrauf. Wenn es euch nicht anders möglich ist, könnt ihr auch eine eigene Variante machen, das ist natürlich klar. Spüre nun den Atem im rechten Brustkorb und wenn du noch mehr Dehnung spüren willst, dann nimm die linke Hand auf den Oberschenkel oder das Knie. Dadurch verstärkt sich die Gesäßdehnung am rechten Gesäß und auch die Drehung und damit auch das Dehngefühl im Rücken. Und dann drehe als nächstes den Kopf wieder zur Mitte. Und dann stell den Fuß wieder auf die andere Seite zurück und wenn der aufgestellt ist, der rechte Fuß, dann hebst du das Becken und setzt es wieder zur Mitte zurück und dann kannst du auch das rechte Bein ausstrecken. Und nun den linken Fuß am Boden aufstellen. Und dann setzt den linken Fuß nach links um etwa 10 cm. Heb das Becken an und versetzt es auch nach links und leg es ab. Und dann stell den linken Fuß über Kreuz oder wieder auf das Bein. Die Arme sind wieder 90 Grad zu den Seiten und dein gebeugtes Knie geht jetzt in Richtung nach rechts, Richtung Boden. Das linke Gesäß löst sich dabei vom Boden. Eventuell ist die rechte Hand auf dem Oberschenkel. Der Kopf jetzt wieder eine gleichzeitige Bewegung. Während sich die Nase nach links dreht, schiebt sich der Hinterkopf einige Zentimeter zur rechten Schulter. Und dann kannst du so liegen bleiben. Den Atem besonders im linken Brustkorb, der jetzt gut geöffnet ist, spüren. Ganz normal atmen, wenn du aber etwas mehr fortgeschrittener üben willst beim Rücken-Yoga, also mehr vorbeugend als mit Beschwerden, dann kannst du auch vertieft atmen. Ne? Der vertiefte Atem, der nimmt ja Raum innerhalb des Oberkörpers dann in Anspruch und das fließt im Grunde als Dehnungseffekte in den Brustkorb, aber auch unter Umständen weiter auch zur Gesäßdehnung mit hin. Und dann dreh wieder die Nase zur Mitte. Stell den Fuß zurück auf die ursprüngliche Seite, dann versetzt du das Becken wieder zur Mitte, streckst das linke Bein auch aus und spürst nach. Spüre beide Körperhälften im Vergleich zueinander. Und dann kannst du jetzt über die Seite zum Sitzen kommen. Also Füße aufstellen, auf die Seite drehen, dann zum Sitzen kommen. Setz dich gerne auf ein Kissen oder auf zwei. Du kannst kreuzbeinig sitzen, du kannst auch einen Fersensitz einnehmen. Die bequemste Haltung fürs Rücken-Yoga am meisten zu empfehlen wäre, auf zwei Kissen zu sitzen und dort einen Fersensitz zu machen. Die Füße sind dann links und rechts der Kissen und zeigen parallel nach hinten. Dann fällt es leicht, den Oberkörper aufzurichten.
Als Voraussetzung, um sich gut aufrichten zu können, also den Brustkorb gut öffnen zu können, ist es wichtig, im unteren Rücken ein wenig hohl zu werden. Und das geht mit einem Fersensitz leichter als mit einem Kreuzbeinigen, wenn man nicht sehr gut gedehnt ist. Wenn man gut gedehnt ist und macht einen Fersensitz, kann es auch sein, dass man im Hohlkreuz sitzt. Dann muss man wiederum mit Bauchspannung dagegen arbeiten, um das zu verhindern. Also es geht weder um einen zu flachen unteren Rücken noch um ein Hohlkreuz, sondern um die Mitte dazwischen, das zu halten. Um den Brustkorb gut zu öffnen, ist auch die Richtung der Hände von Bedeutung. Wenn man die Handflächen auflegt, wird es eher eng vorne. Ist nur eine kleine Tendenz, aber immerhin vorhanden. Und wenn er die Handrücken auflegt, wird es etwas weiter. Om. 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 Shanti. Shanti, Shanti, Om. Frieden, Frieden, Frieden. Und so öffne jetzt wieder die Augen und bewege deine Beine, löse dann den Sitz auf und komm anschließend zum Stehen in die Berghaltung. In der Berghaltung kannst du deine Füße parallel nach vorne ausrichten, mit einem Abstand von ungefähr 10 cm zwischen den Füßen. Und die Füße parallel, gerade nach vorne. Dann achte drauf, wenn du dich von der Seite denkst, eine gerade Linie im Körper zu haben. Also nicht das Becken nach vorne, sondern eine gerade Linie erzeugen. Dann kannst du noch die beiden Schambeine etwas heben in Richtung Brustbein und den Nabel etwas reinnehmen. Damit begrenzt du dann das mögliche Hohlkreuz. Und wenn du gar keins hast, ist es dennoch ein Beitrag, etwas länger zu werden, etwas mehr nach oben zu wachsen. Der zweite ist dann, den Brustkorb gut zu öffnen. Dazu musst du die Muskeln am Rücken, insbesondere neben der Brustwirbelsäule, etwas anspannen. Dann kannst du den Brustkorb gut öffnen, das Brustbein hebt sich. Dann nimm die Schulter nach hinten und nach unten. Die Finger bekommen einen leichten Zug in Richtung Boden, zeigen am Anfang die Handflächen zum Körper und das Gesicht nach vorne. Das heißt, eine kleine Tendenz, das Kinn so 1 Zentimeter nach unten zu nehmen, hilft, um den Nacken etwas länger zu machen. Jetzt kannst du die Schultern noch mehr nach hinten bewegen, indem du die Oberarme drehst nach außen, deine Ellbogen beugen und Handflächen drehen sich mit nach vorne außen. Und der Brustkorb öffnet sich weiter und nun kannst du einige Atemzüge machen, langsam und wenn du möchtest auch vertieft und sonst eben normal. Shivananda Yoga ist ja ein spirituelles Yoga. Das große Ziel ist, in der Meditation möglicherweise Samadhi zu erlangen. Ein weiter Weg dorthin. Allein das Sitzen in der Meditation und dabei die Gedanken zu konzentrieren, ist nicht einfach. Und so kann die Asana-Praxis ein Beginn auf diesem Weg sein. Denn wenn es genaue Anleitungen gibt und man folgt mit dem Geist genau diesen genauen Anleitungen, dann ist der Geist auch im Hier und Jetzt und wird nicht abschweifen an Vergangenheit und Zukunft. Und so löse die Haltung wieder. Dann streck die Arme nach oben hoch, die Hände zeigen zueinander und öffne dich nur so weit nach oben in den Achselhöhlen, wie dein Schultergürtel es möchte. Wenn du Verspannungen hast im Schulterbereich, dann lass die Schultern unten von den Ohren weg. Wenn du keine hast, kannst du weit nach oben, um die Achselhöhlen zu dehnen. Also so könnt ihr auch unterscheiden zwischen vorbeugendem Rücken-Yoga, das wäre also lang werden, gut dehnen, oder eben schonend bei Beschwerden, dann eher die Schultern unten. Wenn es insgesamt zu anstrengend ist, die Arme nach oben zu nehmen, kannst du sie auch so halten oder eben ganz unten lassen. Und wieder lösen, Arme nach unten nehmen.
Und dann nochmal die Finger so zusammenstecken, Zeigefinger auch und mal nach oben hochstrecken. Und dann spüre mal deinen Atem. Spüre, wie tief du atmen kannst. Es gibt viele Möglichkeiten, den Atem auch im Yoga einzusetzen. Wir beginnen mit ganz einfachen Dingen. Und es einfach ist, dass man den Atem überhaupt fließen lässt und niemals die Luft anhält beim Asana üben. Und dann ist die Frage, in einer solchen Haltung mal zu spüren, ist es möglich, tief zu atmen oder fehlt ein bisschen was am tiefen Atem? Kann jeder mal für sich spüren. Und dann wieder die Arme senken. Ein tiefer Atem fühlt sich so an, wie wenn man die Finger so verkrallt und kräftig zieht. Könnt ihr machen. Aber nicht auseinanderziehen, sondern die bleiben zusammen und dann kräftig ziehen und atmen. Haben wir gestern auch schon gemacht und haben festgestellt, es geht bei uns beiden jedenfalls besser, wenn wir so ziehen. Oder beim Drücken. Man kann auch drücken. Und tief atmen, kräftig drücken. Ne? Das ist auch gut möglich, dann tief zu atmen. Und wir wollen uns das gerne erarbeiten, dass wir auch in allen anderen Asanas diesen tiefen Atem erfahren können. Ne? Durch regelmäßige Asana-Praxis. Gut, dann zum Aufwärmen. Wir machen jetzt mal, damit jeder mitmachen kann, gehen auf der Stelle. Ist ja sonst eher das Sonnengebet zum Aufwärmen, aber beim Rücken-Yoga kann es ja schon sein, dass auch einige Leute tatsächlich Beschwerden haben, in diesem Fall an der Lendenwirbelsäule. Dann ist das Sonnengebet nicht so sinnvoll. Ich werde gleich sagen, warum. Ihr könnt schon mal anfangen zu laufen. Also immer diagonal den Arm mitbewegen mit dem Bein, was ihr hebt. Das könnt ihr schnell machen oder langsam. Das ist eure eigene Entscheidung, so wie es eurem Rücken geht. Bei Beschwerden unter Rücken lieber langsam wenig heben, ohne Beschwerden schnell machen und viel heben, die Arme auch intensiv mitbewegen. Das Sonnengebet ist auch ein schöner Ablauf, um sich aufzuwärmen, ebenfalls sehr intensiv. Man muss aber eine Vorwärtsbeuge darin machen. Stehende Vorwärtsbeuge kann am unteren Rücken Spannungen verursachen, wenn man da Beschwerden hat. Der Hund ebenfalls und der Sprinter auch. Das sind so drei Übungen, die im Sonnengebet für manche mit Beschwerden am unteren Rücken kritisch sein könnten. Und dann liegt man auf der sicheren Seite bei dem Gehen auf der Stelle. Und es ist gut, dass Yoga diese Vielfalt hat, dass man also nicht der typische Yogi sein muss, den man vielleicht in einem Buch vor 100 Jahren gefunden hätte, der sich jetzt ganz kompliziert irgendwie verknotet. Die gibt es auch heute und das ist auch gut, wenn man diesen Weg weitergeht, aber dann könnten nicht so viele Leute Yoga machen, wie es jetzt der Fall ist. Und deshalb ist es gut, auch sanfte Wege zu finden, wie das Rücken-Yoga zum Beispiel. Und das zu integrieren in dem Shivananda-Yoga, eben dem integralen Yoga. Es ist ja ein integraler Yoga-Weg mit 6 Yoga-Wegen und so ist das eine Ergänzung zum Hatha-Yoga, auch Rücken-Yoga zu machen. Nun könnt ihr langsam auslaufen und wieder stehen bleiben in der Berghaltung. Sehr schöne Haltungen im Yoga sind Stehhaltungen. In Stehhaltung kann man die Beine gut kräftigen und man kann vor allem auch den Körper gut ausrichten und dabei auch den Geist wiederum gut mit dem Körper verbinden über die genauen Ausrichtungen und ihn damit zur Ruhe bringen, als den Einstieg sozusagen in die Meditation. Dazu könnt ihr euch mal nach links drehen, ihr könnt hier im Raum aus dem Fenster rausschauen und hier von der Bühne in Richtung zum Raum ausgerichtet. Eure Yogamatte möglichst parallel zur Fensterwand ausgerichtet ist auch hilfreich. Und dann nehmt ihr mal eure Hände so vor eure Schlüsselbeine und lauft dann in eine Grätsche und breitet die Arme zu den Seiten aus. Die Grätsche darf eine Beinlänge groß sein. Das ist so ein mittleres Maß. Wenn ihr Beschwerden habt am unteren Rücken, kann es auch deutlich kleiner sein, sodass ihr keine Beschwerden spürt. Und hierbei ist es wichtig, die Außenkanten der Füße parallel aufzustellen. Also in vielen Fällen kann man die Fersen noch mehr nach außen drehen oder die Fußspitzen nach innen. Hier auch etwas Bauchspannung setzen, unteren Rücken leicht flach halten, die Schultern entspannt von den Ohren weg, aber die Hände möglichst auf Höhe der Schultern halten. Das Gesicht wieder gerade nach vorne und den Atem fließen lassen. Wer möchte, kann sich dehnen in die Fingerspitzen hinein, nach links und rechts gleichzeitig. Ne? Kann man nicht sehen von außen, aber von innen sehr deutlich spüren, diese Dehnung. Und dabei die Schultern aber trotzdem unten lassen.
Und die Arme wieder senken, zusammenlaufen, in der Berghaltung stehen. Könnt aber weiterhin ausgerichtet bleiben, so wie eben zum Fenster hin, ne? Weil wir noch weitere gegrätschte Haltung machen werden. Eine sehr schöne Haltung, die darauf aufbaut, auf diesen Grätschstand, ist der Held Nummer 2, Virabhadrasana 2. Könnt ihr wieder beginnen mit den Händen vor den Schultern und dann in eine große Grätsche gehen und dabei die Arme wieder ausbreiten, genau wie eben auch. Und dann könnt ihr jetzt mal euren linken Fuß um 10 Grad nach innen drehen und den rechten um 90 nach außen. Wer es nicht genau so von den Worten verfolgen kann, kann immer zur Bühne schauen. Die Yogeshwari macht es vor. Das rechte Knie jetzt beugen, das Knie ist dann über der Ferse etwa. Also versucht, ein spitzes Knie nach vorne zu vermeiden, um das Knie zu schonen. Und dann könnt ihr, soweit euer Rücken es mitmacht, das hat immer Priorität, eure linke Hüfte und Schulter zurückdrehen, damit eure Körperfront parallel zur langen Seite der Matte ausgerichtet wird. Gleichzeitig ist eine Gegenbewegung wichtig, nämlich das rechte Knie etwas nach rechts, nach außen zu drücken, um das Knie zu schonen. Setzt eure Bauchspannung ein, vermeidet ein Hohlkreuz und dreht euren Kopf, wenn er drehbar ist, nach rechts. Wenn es große Nackenverspannungen gibt, könnt ihr auch die Nase in Richtung Fenster, also da, wo euer Brustbein hinzeigt, das ist dann auch die Richtung der Nase, dann ist der Hals neutral. Und dann wieder nach oben kommen, die Arme senken, die Füße parallel stellen. Und wenn die Schultern nicht so lange halten können, dann haltet ihr die ganze Zeit die Hände an den Hüften. Dann kann man die Haltung auch ausrichten mit den Händen an den Hüften. Jetzt, wer kann, die Hände wieder auf Schulterhöhe nehmen, Handflächen zeigen zum Boden und dann wieder in die Grätsche gehen und gleichzeitig ausbreiten der Arme. Gut, und dann dreht ihr jetzt mal euren rechten Fuß um etwa 10 Grad nach innen, den linken um 90 nach außen. Die Spur ist Ferse auf Ferse und beugt euer linkes Knie. Das Knie steht dann über der Ferse. Dann versucht ihr wieder rechte Hüfte und Schulter zurückzudrehen, das linke Knie etwas nach links zu drücken, die Bauchspannung setzen, sodass auch die ganze Haltung sich etwas mehr hebt nach oben. Kopf ist, wenn möglich, jetzt nach links gedreht, die Schultern beide entspannt. Ne? Und ihr könnt vielleicht wahrnehmen, dass ihr jetzt mit euren Gedanken ganz bei diesen Anleitungen seid und die Gedanken gerade nicht abschweifen. Das fällt leichter, als wenn man jetzt in der Meditation sitzt und den Geist auf etwas Abstraktes konzentrieren muss, dann werden eher Gedanken kommen. Und jetzt wieder nach oben kommen, die Füße parallel stellen und zusammenlaufen. Einen Moment in der Berghaltung. Es gibt eine zweite Haltung, die ist ähnlich, auch eine gegrätschte Haltung. Ein seitlicher gestreckter Winkel, der heißt dann Parshvakonasana auf Sanskrit. Dazu könnt ihr eure Hände an die Hüften nehmen. Zunächst die entspannte Position für die Schultern, eine große Grätsche wieder machen und in der Grätsche dann den linken Fuß um 10 Grad nach innen drehen, den rechten um 90 nach außen. Alles wie eben auch. Und jetzt ist es entscheidend, wie groß eure Grätsche ist, wenn sie nur weniger als eine Beinlänge ist. Und ihr beugt jetzt euer rechtes Knie und dann müsstet ihr eure rechte Hand auf den Oberschenkel aufstützen. Dann ist es etwa so. Ne? Und kannst du schon machen, das Knie mal beugen. Und wenn ihr einen großen Abstand habt, mindestens eine eigene Beinlänge, dann beugt ihr euren Unterarm und setzt so den Unterarm auf den Oberschenkel auf, als eine leichte Stütze. Ne? Wenn ihr nämlich einen kleinen Abstand habt, einen Unterarm aufsetzt, dann kippt euer Schultergürtel nach vorne, wird die Haltung schief. Soll aber alles in einer Ebene bleiben, Becken und Schultern in einer Ebene. Daran könnt ihr merken, ob ihr die Hand oder den Unterarm aufsetzen wollt. Die linke Hand könnt ihr noch an der Hüfte halten und wieder versuchen, eure linke Hüfte und Schulter zurückzudrehen, das rechte Knie nach rechts zu drücken, die Bauchspannung zu halten. Und wenn jetzt der linke Arm beteiligt wird, dann lasst ihn erstmal vor dem Bauch hängen und nehmt ihn vor dem Gesicht nach oben, bis der Oberarm am Ohr dran ist und die Hand schräg in Richtung Boden zeigt mit der Handfläche. Ne? Und der Kopf, also das Ohr und der Arm sind nah zusammen, dass der Kopf nicht runterhängt. Wenn man jetzt fortgeschritten ist, den Kopf noch mitbewegen will, dann kann man den Kopf nach links drehen, aber zur Achselhöhle das Gesicht ausrichten. Ne? Oberarm, Achselhöhle, nicht zur Hand, weil der Kopf soll gerade gedreht sein in seiner Achse. Oder ihr lasst die Nase ganz normal und guckt zum Fenster raus. Wunderbar, dann wieder nach oben kommen, aufrichten, Arm senken, Füße parallel stellen. Man kann zusammenlaufen, man kann in der Grätsche bleiben. Könnt ihr selber jeweils einrichten für euch. Und für die zweite Seite die Hände wieder an die Hüften nehmen.
und dieses Mal in der Grätsche stehen und dann den rechten Fuß um 10 Grad nach innen, den linken um 90 nach außen. Eure Spur ist wieder Ferse auf Ferse, ihr beugt das linke Knie. Dann entweder Hand oder Unterarm aufsetzen, rechte Hand bleibt noch an der Hüfte. Dreht euch wieder auf, rechte Hüfte und Schulter drehen zurück. Linkes Knie hat einen Druck nach links. Bauchspannung ist gesetzt. Jetzt kann der rechte Arm vor dem Bauch hängen und auf diesem Weg vor dem Gesicht nach oben gehen. Das ist die Art und Weise, wie man bei leichten Einschränkungen der Beweglichkeit im Schultergelenk besser an diese Position kommt. Wenn man keine hat, kann man auch von außen hochgehen, ne? Dann ist das auch okay. Und noch ein kleines Detail, versuch mal, so viel du kannst, dein Gewicht auf den rechten Fuß zu geben, auf den hinteren. Das Bein bleibt gestreckt, das ist nicht viel, das kann man auch nicht sehen von außen. Ne? Aber man kann Muskeln so anspannen, als wenn man die Visualisierung hätte, den linken Fuß abzuheben vom Boden. Und das ist ein anderes Körpergefühl, als wenn man nach vorne sinkt auf den linken Fuß. Und wieder nach oben kommen, aufrichten, die Füße parallel stellen und dann wieder zusammenlaufen. Dann könnt ihr euch gerne wieder nach vorne ausrichten, zur kurzen Seite der Matte, zum Altar. Und wir machen als nächste Haltung jetzt eine stehende Vorwärtsbeuge. Die kann es für Menschen mit Beschwerden am unteren Rücken in sich haben. Dann sollte man sie lieber nicht machen, damit kein Hexenschuss passiert. Man könnte die Hände so auf die Oberschenkel stützen, die Knie beugen. So kann man ihn schützen. Es ist keine stehende Vorwärtsbeuge dann mehr, aber sowas sieht ähnlich aus, ne? Das wäre jedenfalls ein guter Schutz für den Rücken. Oder man bleibt einfach stehen und wartet ab bis zur nächsten Übung. Wenn ihr sie aber machen könnt, die stehende Vorwärtsbeuge, gibt es auch verschiedene Varianten. Wir machen eine besonders rückenschonende. Also noch sanfter geht es dann nicht. Und dazu könnt ihr mattenbreit stehen. Das ist 60 cm und eure Fußspitzen etwas nach innen drehen. Und die Knie müssen dann auch mit den Kniescheiben auch etwas nach innen gedreht sein, sodass sie in Richtung der Füße ausgerichtet sind. Die Knie jetzt gebeugt, die Hände an den Hüften. Und dann könnt ihr von oben nach unten jetzt einrollen. Erst den Kopf und das Ganze in 3 bis 4 Sekunden relativ zügig. Also nicht schnell, aber zügig. Dann ist der Rücken jetzt rund, der Nacken lässt los, die Arme auch. Falls eure Hände den Boden gut berühren können mit den Fingerkuppen und man stützt die Hände am Boden auf, ne, die Fingerkuppen, das ist eine Stütze für den unteren Rücken, auch hilfreich für den unteren Rücken. Ne? Wer das nicht möchte, kann einfach aushängen. Und wer keine Probleme am unteren Rücken hat, sollte jetzt die Knie dann auch strecken, um die ganze Dehnung an den Kniekehlen und Oberschenkelrückseiten auch tatsächlich zu spüren. Mit jeder Ausatmung lässt der Oberkörper etwas mehr los. Der Nacken lässt los. Wenn man wissen will, ob er losgelassen hat, kann man das feststellen, wo das Gesicht hin zeigt. Wenn das Gesicht zu den Beinen zeigt, dann hat er losgelassen. Wenn das Gesicht zu den großen Zehen oder zur Matte zeigt, dann ist er noch verkürzt, der Nacken. Die Übung des Loslassens, der Hingabe, auch der Hingabe an Swami Shivananda. Denke an ihn. Und zum Ende der Asana beuge die Knie wieder. Nimm entweder die Hände an die Hüften oder noch sanfter stütze sie auf die Oberschenkel und komm dann mit Aufrollen von unten nach oben wieder nach oben zum Stehen in die Berghaltung Tadasana. Die nächste Asana dann auf der Matte, könnt ihr jetzt mal in die Stellung des Kindes gehen, in den Vierfüßlerstand gehen, also eure Knie auf, stützen und die Hände auch und dabei mit euren Füßen am hinteren Ende der Yogamatte beginnen. Die sind gerade noch auf der Matte drauf und dann schiebt ihr euer Gesäß, das ihr jetzt über den Knien steht, etwas hinter die Kniekehlen, ne? Dass das Gesäß so 10 cm hinter den Kniekehlen ist und streckt wie beim Hund die Arme maximal nach vorne aus, sodass euer Oberkörper und eure Arme in eine Linie kommen. Die Hände bleiben jetzt, wo sie sind. Die Ellbogen sind gestreckt und abgehoben vom Boden und ihr zieht nur das Gesäß nach hinten. Eure Wirbelsäule wird lang, eure Achselhüllen auch. Und das ist oft eine Wohltat für den Rücken, für die Wirbelsäule, wenn sie langgezogen wird. Und bei dieser Haltung kommt es nicht darauf an, ob man Verkürzungen hat an den Beinrückseiten oder nicht. Hier kann man immer den Rücken gut langziehen. Deshalb eine ideale Übung für Yoga für den Rücken. Und dann gleite wieder zurück in die Stellung des Kindes.
Wenn die Stellung des Kindes unangenehm ist und nicht geht, weil vielleicht Knieprobleme bestehen, der Druck zu viel ist, dann kannst du auch dich auf den Bauch legen oder auf die Seite. Spüre nach und genieße einen Moment die Zwischenentspannung. Und wenn du magst, gib deine Gedanken an Swami Shivananda. An den Begründer unserer Yoga-Tradition, in dessen Geist wir heute fortfahren. Und nun kannst du noch einmal den Panther einnehmen. Streck die Arme wieder nach vorne aus. Maximal ganz weit nach vorne. Und dann komm mit dem Gesäß hoch, bis es knapp über den Kniekehlen ist, kurz dahinter. Die Arme rutschen dabei weiter nach vorne. Auf diese Weise kann man auch in die Haltung reinkommen. Die Hände bleiben, wo sie sind. Die Ellbogen strecken und vom Boden abheben. Und das Gesäß wieder nach hinten ziehen. Und versuch dabei zu denken, dass von deinen Handgelenken über die Schultergelenke zu den Hüftgelenken eine gerade Linie ist. Das heißt, nicht die Schultern zum Boden drücken und auch kein Hohlkreuz machen. Der Kopf kann entweder am Boden liegen oder zwischen den Armen sein. Das kannst du selbst wählen, wie es für dich die angenehme Haltung ist. Spüre in die Wirbelsäule rein, nimm sie richtig wahr in ihrer Länge. Und geh noch einmal in die Stellung des Kindes oder in die Bauchlage, so wie es jetzt gerade angenehm für dich ist. Und wir fahren an dieser Stelle fort mit dem abwärts gerichteten Hund. Das ist ein bisschen mehr als die Stellung Panther, aber sehr ähnlich. Und es ist möglich, den Hund auch mit gebeugten Knien zu machen. Dann ist er fast so wie ein Panther. Der wird jetzt ein bisschen mehr Anforderungen stellen. Das ist mehr im Sinne von vorbeugendem Rücken-Yoga. Da passt er sehr gut hin. Wenn man Beschwerden am unteren Rücken hat, entweder einfach den Panther nochmal wiederholen oder eben den Hund mit stark gebeugten Knien machen. Wenn du jetzt in der Stellung des Kindes bist, dann streck deine Arme nach vorne aus, soweit du kannst. Komm dann auf die Hände und die Knie nach oben. Und stell deine Hände bis zur Mattenbreite auf, den Mittelfinger nach vorne ausgerichtet. Und die Zehen auch mattenbreit aufstellen, das sind alles Erleichterungen für den Rücken. Dann löst du deine Knie vom Boden und schiebst das Gesäß jetzt ganz weit nach hinten und oben, dass du wie beim Panther wieder in eine gerade Linie kommst, Arme und Oberkörper von der Seite gesehen. Die Fersen in jedem Fall oben lassen, ne? Also Fersen unten ist nur was für Fortgeschrittene. Für Rücken-Yoga 45 Grad schräg nach oben die Fußsohlen. Auch die Fersen etwas mehr nach außen drehen als die kleinen Zehen, auch hilfreich für den unteren Rücken. Und dann kannst du noch variieren, ob der Abstand zwischen Händen und Füßen jetzt passt. Und wenn du das Gefühl hast, dein Rücken ist immer noch rund geblieben, also so eine Rundung nach oben zur Decke raus, kannst du den Abstand etwas vergrößern und kannst zusätzlich die Knie noch beugen. Und dann wiederhole diese Aktion, das Gesäß immer weiter nach hinten oben rauszuschieben, die Ellbogen dabei zu strecken. In den Achselhöhlen lang werden. Der Kopf kann entweder hängen, um den Nacken zu dehnen, oder wenn das unangenehm ist, dann hebst du ihn ein wenig an, dass deine Ohren zwischen den Oberarmen sind. Und komm wieder zurück in die Stellung des Kindes. Spür einen Moment nach. Diese Übung ist etwas anstrengender, auch noch mehr fordernd für die Armkraft. Gibt hier auch Armkraft. Beide Übungen sind schulteröffnend, also Beweglichkeit für die Schultergelenke erzeugend. Wenn die Knie gestreckt sind, hat man natürlich auch Dehnung an den Beinrückseiten, an den Oberschenkelrückseiten. Bei gebeugten Knien hat man das nicht. Aber dafür geht es wiederum leichter, die Wirbelsäule lang zu ziehen. Also die Wirbelsäule und ihre gerade Form, das ist so der Fokus im
rückengerechten Hund. Und dann leg dich auf den Bauch. In der Bauchlage kann man gut Übungen machen, um den Rücken nun zu stärken. Und ein starker Rücken ist weniger anfällig für Rückenbeschwerden, also für ein Zwicken oder ähnliche Beschwerden am Rücken, wenn die Muskeln stärker sind. Sind sie da nicht so anfällig? Deshalb jetzt eine Kobra. Für die Kobra könnt ihr eure Hände unter den Schultern aufstellen und sie so weit zurückziehen, dass eure Fingerspitzen und die Schulterkuppen genau auf die gleiche Höhe kommen. Von der Breite her sind die Hände auch nicht zu breit, sondern unter den Schultergelenken. Eure Füße, die liegen auf den Fußrücken parallel nach hinten und ihr könnt 10 cm Abstand zwischen den Füßen lassen, weil es den unteren Rücken dann entspannt. Dann könnt ihr dafür sorgen, dass die Lendenwirbelsäule nicht hohl ist, also ein bisschen Bauchspannung setzen. Das ist das Gefühl, wie wenn man die Schambeine in den Boden drückt, den unteren Rücken etwas abflacht. Und dann kommt ihr nach oben mit eurem Schultergürtel und dem Kopf. Soweit ihr könnt, allein aus der Kraft des Rückens. Eure Hände berühren den Boden zwar, aber nur leicht. Der Nacken sollte lang sein, das Gesicht ist nach vorne unten ausgerichtet. Stellt euch eure gesamte Wirbelsäule vor, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Es ist ein gemeinsamer Bogen. Die Schultern gehen von den Ohren weg. Und um den Brustkorb gut zu öffnen, nehmt ihr eure Ellbogen an die Rippen ran. Dann atme noch 2 Atemzüge langsam, gleichmäßig und weich. Und lege wieder ab. Gleichmäßig und weich atmen, das ist so eine der wichtigsten Atemansagen, die man beherzigen sollte, während man Asanas macht. Dann eine Wiederholung. Ne? Wenn man es wiederholt, wirkt es noch mehr, werden die Muskeln noch mehr angeregt, sich zu stärken. Die Hände sind wieder unter den Schultern, eure Füße parallel nach hinten in 10 cm Abstand, die Bauchspannung ist gesetzt und ihr hebt wieder aus der Kraft des Rückens euren Schultergürtel und den Kopf an. Der Nacken bleibt lang, die Schultern gehen von den Ohren weg. Zur Brustkorböffnung wieder die Ellbogen an die Rippen anlegen. Und eine zweite Aktion ist möglich. Eure Hände bleiben jetzt auf dem Boden. Sie müssen auf dem Boden sein. Die Matte ist rutschfest, die Hände können sich nicht bewegen. Und wenn ihr jetzt die Hände in Richtung Füße versucht zu ziehen, bewegen sie sich nicht. Aber euer Brustkorb zieht sich dabei etwas nach vorne, einige Zentimeter, eine weitere Brustkorböffnung. Kann man gut im vorbeugenden Rücken-Yoga einsetzen, um den Brustkorb etwas zu weiten. Die Muskeln, die jetzt gestärkt werden, sind vorwiegend im Bereich des oberen Rückens, also um die Brustwirbelsäule rum, mittlerer, oberer Rücken. Die des unteren Rückens an der Lendenwirbelsäule sind aber auch beteiligt. Und die im Nacken auch. Noch einen Atemzug. Und wieder ablegen und liegen auf dem Bauch kurz nachspüren. Dann nehmt die Hände nach unten, dass sie neben dem Becken sind. Aus dieser Position kannst du jetzt sehr gut den Vogel machen. Und dazu hebe alle möglichen Körperteile an, auch die Handflächen. Das heißt, die Beine, wenn es geht, auch die Oberschenkel, sind in der Luft, der Brustkorb. Eigentlich sollte nur das Becken und der Bauch aufliegen. Und die Arme, die ihr jetzt angehoben habt, die könnt ihr so drehen, dass die Handflächen, die Innenseiten der Hände, in Richtung Boden gedreht sind. Bei dieser Drehrichtung sind die Oberarme auswärts gedreht. Und das bringt wiederum die Schulterkuppen nach hinten, öffnet den Brustkorb für ein gutes Atmen. Und so lasst den Atem weiterhin gleichmäßig und weich fließen. Auch wenn der Bauch jetzt gerade Druck hat und dieses Atemmuster Bauch geht raus beim Einatmen jetzt natürlich etwas eingeschränkt ist, dennoch funktioniert es weiterhin. Und wieder beenden und ablegen, kurz nachspüren.
war nun eine Stärkungsübung für die gesamte Körperrückseite. Geh noch einmal in den Vogel rein, dann kannst du nochmal die Muskeln alle spüren. Die Arme sind neben dem Becken, du hebst wieder alle Körperteile, die möglich sind, an, Handflächen zum Boden ausgerichtet. Du spürst jetzt von oben nach unten die Nackenmuskeln, die aktiv sind, dann die Schultermuskeln, die Deltamuskeln an den Schulterkuppen, dann die Armmuskeln. Du spürst den oberen Rücken, den unteren Rücken, die Gesäßmuskeln und die Oberschenkelrückseiten. Alle werden sie gestärkt, die gesamte Körperrückseite. Einen Atemzug noch und Pause machen. Und dann dreh dich jetzt auf deine rechte Seite, sodass du jetzt ganz auf der Seite liegst, auf der rechten Seite. Und als weitere Stärkungsübung für den gesamten Körper kannst du jetzt deinen rechten Unterarm auf den Boden auflegen. Der Ellbogen ist dann genau senkrecht unter der Schulter. Wer jetzt nicht genau weiß wie, könnt ihr gerade zur Bühne hinschauen, so den Unterarm ganz auflegen. Die Finger zeigen dann bei euch im Raum in Richtung zu den Fenstern. Und euer Oberarm steht also senkrecht und der Ellbogen genau unter der Schulter. Die linke Hand könnt ihr auf die Hüfte nehmen. Wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener üben wollt, dann habt ihr die Beine jetzt gestreckt und beide Füße geflext. Wenn ihr sanfter üben wollt, dann beugt ihr beide Knie und stützt euch quasi ab den Knien erst nach oben. Die linke Hand ist auf der Hüfte und jetzt könnt ihr euer Becken anheben. In diesen Seitstütz kommen und hier auch versuchen, euch aus der rechten Schulter gut rauszuheben. Nicht einzusinken, sondern rauszuheben aus der Schulter. Versuche auch, das Becken nicht einsinken zu lassen zum Boden, sondern es gerade zu halten in einer Linie. Und wer jetzt gerne mit Varianten weiterübt, also ein bisschen noch mehr Forderung reingeben will, kann den Arm nach oben strecken, den linken Arm, und das linke Bein abspreizen nach oben. Gutes Gleichgewicht dabei halten. Wer mag, kann sogar den oberen Fuß in den Baum stellen. Sämtliche Körpermuskeln werden jetzt gestärkt. Und dann die Seite beenden. Einmal umdrehen auf die andere Seite und dann den linken Unterarm aufstützen. Ellbogen ist wieder senkrecht unter der Schulter, Handfläche auf dem Boden. Die rechte Hand an der Hüfte, entweder gebeugte Knie oder wieder gestreckt mit geflexten Füßen, sodass ihr jetzt auf der Kante des linken Fußes seid und euch wieder anheben könnt. Das Becken hängt nicht durch, es ist in einer Linie von den Füßen bis hoch zum Schulterbereich. Und wer wieder Variante machen will, Arm zur Decke strecken, das gestreckte Bein abspreizen oder einen Baum einnehmen mit dem oberen Bein. Spüre deine Kraft. Die Spannung in deinem Körper. Und dann wieder nach unten kommen. Jetzt einen Moment einfach mal auf der Seite liegen bleiben, so wie du gerade nach unten gekommen bist. Dabei stützt du deinen Kopf auf dem Arm, dass er nicht nach unten hängt. Kannst in der Hüfte dich beugen und in die Knie auch beugen. Also richtig eine bequeme Lage, wie man sonst auch gerne auf der Seite liegt. Einnehmen. Und nachspüren. Und dann dreh dich auf die andere Seite. Und wir machen nochmal eine Seitstützhaltung. Dieses Mal gibt es die Möglichkeit, auf der Hand abzustützen. Das ist dann gleichzeitig auch kräftigend für das Handgelenk. Sollten die Handgelenke aber nicht so fit sein, dann macht ihr die Übung wieder auf dem Unterarm. Dann ist es schonend fürs Handgelenk. Wer sie eine Stufe weitermachen will, also etwas mehr vorbeugend machen will, dann die Hand aufstützen. Wenn du die rechte Hand jetzt aufstützt, dann ist der Ellbogen gestreckt und die Finger zeigen zur kurzen Seite der Matte. Musst du ja noch ein bisschen drehen, genau. Und die linke Hand auf die Hüfte. Habt ihr jetzt das Beispiel wieder? Und die Beine gestreckt, die Füße geflext, das Becken angehoben. Dieselbe Haltung wieder machen. Oder ihr macht, wie gesagt, die andere einfach noch einmal. Auch hier könnte man, wenn man möchte, Arm nach oben strecken, Bein abspreizen. Und das Becken gut angehoben lassen dabei. Wunderbar.
sehr kraftvoll. Und dann wieder nach unten kommen und hier auch noch einmal die zweite Seite einnehmen. Und dann die linke Hand am Boden aufstützen, wieder zur kurzen Seite der Matte ausgerichtet, die Finger, die Beine gestreckt, die Füße geflext, die rechte Hand an der Hüfte, das Becken ist angehoben und wer die Variante machen will, kann Arm und Bein wieder heben. Und wieder nach unten kommen und zur Belohnung dann wieder die Tiefen oder die Zwischenentspannung. Die Tiefenentspannung machen wir später erst, aber eine Zwischenentspannung einnehmen. Im Liegen auf der Seite oder wer gerne auf dem Bauch liegt, auch auf dem Bauch liegen. Und nun ist fast ein Jahr lang oder etwa ein Jahr lang Yoga viel online verbreitet worden, weil es anders nicht möglich war. Jetzt ist es wieder möglich. Und es ist aber auch nur deshalb möglich, weil es überhaupt diese Einrichtung Yoga Vidya gibt. Und sie beruft sich eben auf Swami Sivananda. Wenn er damals das Yoga nur für sich gemacht hätte und keine Schüler zu sich geholt hätte und einen Ashram gegründet hätte, würde es vielleicht diese Möglichkeit gar nicht geben. Nun können wir auch dafür dem Swami Sivananda dankbar sein. Jetzt kannst du wieder aufstehen, nach oben schieben. Über den Vierfüßlerstand kann man gut nach oben kommen, zum Stehen und dann die Berghaltung einnehmen. Die Füße wieder gerade nach vorne ausrichten. Es kommt eine schöne Asana, die ganz besonders für den Schulter-Nackenbereich sehr wertvoll ist, nämlich ein Adler. Der Adler heißt so, weil man am Anfang die Adlerschwingen ausbreitet. Das könnt ihr jetzt machen. Und die Handflächen nach vorne dabei, Schultern sind entspannt. Wenn ihr jetzt die Arme überkreuzt, soll der linke Arm oben sein, bis die Ellbogen ganz eingehakt sind. Dann beugt ihr eure Ellbogen und lasst die kleinen Finger nach vorne zeigen, von euch weg. Und versucht ihr eure Handrücken so nah wie möglich zueinander zu bewegen. Wenn es geht, die Handflächen auch. Wenn es nicht geht, lasst ihr sie auseinander. Und jetzt kommt nur für die Spezialisten noch die Möglichkeit, auf einem Bein zu stehen. Die anderen können auf beiden Beinen so stehen bleiben. Wer auf einem Bein steht, steht auf dem linken Bein, beugt das linke Knie und setzt den rechten Oberschenkel vorne über, ganz dicht aufdrücken und versuchen, mit dem Fuß an die Wade zu gelangen oder sie auch zu umschließen, einzuhaken. Spüre die Dehnung am Schultergürtel quer rüber. Wenn du genug Dehnung hast, bleib so, wie du bist. Wenn du mehr Dehnung haben willst, schieb die Ellbogen nach vorne und oben und gleichzeitig die Schulterblätter nach unten. Dann wird es deutlich mehr. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du den Atem vertiefen. Dann wird der Atemraum im Inneren für mehr Dehnung im Äußeren sorgen. Und dann diese Seite beenden. Die Arme mal, versucht mal ohne auszuschütteln, sie einfach nur hängen zu lassen und zu warten, bis es wieder ein normales Gefühl ist. Und dann wieder die Arme zu den Seiten ausbreiten. Diesmal ist der rechte Arm oben, bis die Ellbogen wieder eingehakt sind. Die kleinen Finger zeigen wieder von euch weg. Ihr geht so nah zusammen, wie es euch möglich ist. Wer auf einem Bein weiter üben will, steht jetzt auf dem rechten Fuß, beugt das rechte Knie und drückt den linken Oberschenkel auf den rechten ganz auf. Der Fuß findet wieder die Wade oder bleibt in der Nähe. Wenn man es ganz genau ausrichten will, sind die Unterarme in der Mitte vor der Nase und von der Seite gesehen sind die Unterarme etwa senkrecht, die Hände also nicht an der Stirn. Hier ist auch die Bauchspannung dabei, die den unteren Rücken vor einem Hohlkreuz schützt. Und auch diese Seite auflösen. In der Berghaltung stehen, kurz nachspüren. In die Schultern reinspüren, die jetzt gedehnt wurden. Kapuzenmuskeln,
wurden mitgedehnt. Ne? Das sind große Muskeln, die quer rüber von einem Schulterblatt zum anderen gehen und auch nach oben und nach unten Fortsetzung finden. Der Baum ist auch eine schöne Rückenübung, weil durch das Gleichgewicht, das Finden des Gleichgewichts und Halten des Gleichgewichts müssen viele kleine Rückenmuskeln eingesetzt werden. Die werden dadurch gestärkt. Ein sehr schöner Nebeneffekt dieser Gleichgewichtshaltung steht zunächst auf dem linken Fuß. Wenn du es dir einfach machen willst fürs Gleichgewicht, dann stellst du den anderen Fuß einfach mit der Fußspitze auf und machst das so. Oder du stellst den Fuß auf den anderen, ist es schon mehr Gleichgewicht. Die normale Ausführung wäre jetzt mit der rechten Hand das rechte Fußgelenk greifen, die Fußsohle an die Innenseite des Oberschenkels stellen, die Zehen in Richtung Boden zeigen und die Hände gehen zunächst in Namaste. Der linke Oberschenkel sollte jetzt gestreckt sein im Knie und der linke Oberschenkel auch angespannt, um die Kniescheibe festzumachen. Ein Schutz für das Knie gegen die Belastung des anderen Fußes in der Nähe des Knies. Und dann setzt du eine Bauchspannung. Und wenn du willst, streck die Arme nach oben. Alles andere muss jetzt nicht so ganz genau sein. Da gibt es noch ein paar einige schöne Dinge, die man in der Mittelstufe noch ergänzen könnte zu einem Baum. Aber für den Rücken ist erstmal genug. Muss nicht immer alles ganz genau sein. Manchmal, wenn man zu weit geht und alles ganz genau macht, muss der Rücken auch wiederum einiges ausgleichen. Und das tut ihm vielleicht auch nicht gut. Noch einen Atemzug. Und wieder beenden und Fuß am Boden aufstellen, Arme senken, kurz nachspüren. Und dann für die zweite Seite jetzt den rechten Fuß im Boden verwurzeln. Die Hauptwurzel ist der Großzehballen, muss immer unten sein. Und dann stellst du mit Hilfe der linken Hand vielleicht die Fußsohle wieder an die Innenseite des rechten Oberschenkels, spannst den rechten Oberschenkel an, das Knie ist gestreckt, die Hände sind in Namaste. Finde dein Gleichgewicht, die Augen sind gerade nach vorne ausgerichtet. Suchen sich einen Punkt, der dem Gleichgewicht hilft. Und wenn du möchtest, streck die Arme hoch. Wenn deine Schultern eher verspannt sind, lass die Hände vor dem Brustbein und achte mehr auf dein Gleichgewicht und auf die Haltung an sich. Und wieder beenden, Tadasana, die Berghaltung, kurz nachspüren. Das hat schon sehr gut funktioniert mit dem Gleichgewicht. Deshalb machen wir noch eine Übung mit Gleichgewicht. Es wird immer ein kleines bisschen schwieriger. Aber das ist noch in dem Rahmen, wo man auch sagen kann, es ist zumindest vorbeugendes Rücken-Yoga, ne? Gut, wer jetzt merkt, im unteren Rücken ist das nicht so günstig, mit einem Fuß abheben, würde das nicht machen, könnte als Alternative einfach die Berghaltung machen, die Arme hochstrecken, wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten, die Übung ist der Anfang von dem Tänzer. Na, für den Tänzer kann man auf dem linken Bein stehen. Man kann, wenn man es sich leicht macht, weil die Beweglichkeit nicht so groß ist, das rechte Bein beugen und hier im Hosenbein anfassen und dann das Knie so nach hinten bewegen. Viel Bauchspannung setzen, Nabel gut reinziehen und das Knie nach hinten bewegen. Im Normalfall fasst ihr aber das Fußgelenk an. Gut, die Knie sind etwa nebeneinander. Das linke Bein, Standbein ist wieder gestreckt, Oberschenkel angespannt. Und viel Bauchspannung setzen, den Nabel gut reinziehen und das rechte Knie, soweit es geht, nach hinten bewegen. Der gestreckte rechte Arm, der bewegt sozusagen das Knie nach hinten. Wenn ihr dabei eure Wirbelsäule möglichst gerade lasst, dann könnt ihr erstmal spüren, worum es geht, nämlich die Dehnung an der Vorderseite rechter Oberschenkel. Wenn man nämlich nach vorne kippt, wird die Dehnung weniger. Wenn man gerade bleibt und das Knie geht nach hinten, wird sie mehr. Wer das fortsetzen möchte, da sind jetzt wieder die Spezialisten, den linken Arm hochstrecken neben dem Ohr und dann noch in eine Waage gehen. Das kann ein bisschen Waage sein oder viel, ne? Oder eben gar nicht. Das habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Spürt immer eine Dehnung an der Vorderseite eures rechten Oberschenkels und zwar zur Hüfte hin. Nicht so sehr am Knie, sondern zur Hüfte hin. Gut, wieder nach oben kommen. Wieder beenden. Für die zweite Seite beugt ihr das linke Bein, steht also auf dem rechten Fuß, greift nach hinten wieder. Dann erstmal nur stehen, gerade stehen,
maximal den Nabel reinsaugen und das linke Knie nach hinten, bis ihr die Dehnung spürt, oberer Teil der Oberschenkel, Vorderseite links. Dann könnt ihr, wenn ihr eine Fortsetzung machen wollt, den rechten Arm hochstrecken und wieder in eine leichte oder größere Waage gehen. Wichtig wäre bei der Waage, dass dieser gehobene Arm, der Oberkörper und der Oberschenkel des angehobenen Beins in einer Linie sind. Ob diese Linie parallel zum Boden ist oder schräg nach oben, ist nicht so wichtig. Ihr merkt auch, für den Arm ist es schwer. Das ist vielleicht das Schwierigste an der Haltung, den rechten Oberarm neben dem Ohr zu halten. Das ist das Schwierigste. Und wieder beenden. Dann in der Berghaltung stehen. Kurz nachspüren. Jetzt noch eine Übung, die von der Ausführung sehr einfach ist, aber viel Kraft erfordert. Ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder mit angehobenen Armen oder mit Händen an den Hüften. Mit angehobenen Armen ist es die Stuhlhaltung, Utkatasana, und geht ihr mit möglichst geradem Rücken nach unten. Könnt ihr wieder selbst entscheiden, wie weit es sein soll. Die Bauchspannung schützt vor dem Hohlkreuz, der Rücken ist relativ gerade dabei. Und wer besonders viel in die Haltung reingeben will, gibt sein Gewicht etwas mehr auf die Fersen nach hinten, dass die Zehen aber noch auf dem Boden sind. Und dann arbeitet die vordere Muskelkette an den Beinen, die Schienbeinmuskeln und die Quadrizepsmuskeln an den Oberschenkelvorderseiten werden sehr gefordert und auch gefördert. Alle Beinmuskeln arbeiten, Gesäßmuskeln, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, Armmuskeln, Nacken, alles ist dabei. Und wieder nach oben kommen, die Arme senken. Ist auch eine Haltung, wo ihr Bezug aufbauen könnt zu Swami Sivananda, denn er hat alles gegeben in seinem Leben. Er war ja auch sehr krank am Ende, viele Jahre, ne? Hat trotzdem jeden Tag alles gegeben. In diesem Sinne noch einmal. Und wieder in die Hocke gehen. Könnt ihr selber euch beobachten, wie viel ihr geben könnt für euch, für euren Körper. An Stärkung. Atem muss weiter fließen, anstrengende Übungen brauchen viel Sauerstoff. Und wieder nach oben kommen, Arme senken, nachspüren in der Berghaltung. Die nächste Haltung wird eine diagonale Katze sein, also eine spezielle Rückenstärkungsübung. Da geht es um die Ausrichtung der Haltung. Könnt mal Folgendes ausprobieren. Wenn ihr die beiden Arme so nach vorne nehmt und den Rücken ganz gerade macht, dann könnt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten in den Schultern haben. Entweder sind die Schultern beide nach hinten oder nach vorne. Aber dabei soll der Rücken gerade bleiben. Gerader Rücken, hinten oder vorne. Diese beiden Positionen mal ausprobieren. Die Ellbogen bleiben gestreckt und beide Arme bewegen sich in den Schultergelenken. Ist vielleicht ungewohnt, ne? Sonst bewegt man sich viel aus der Wirbelsäule, nicht so sehr aus den Schultern. Und wenn ihr die Position habt, wo die Arme nach hinten sind, das würde entsprechen, wenn man im Vierfüßlerstand wäre, dass man hängt in den Gelenken. Das ist nicht so gut. Besser ist, sich rauszuheben, also die Hände nach vorne, aber ohne Rundrücken. Und dasselbe jetzt im Vierfüßlerstand machen. Also mal die Hände aufsetzen und die Knie am Boden aufsetzen. Und dann zunächst mal den Rücken ganz gerade machen. Manchmal muss man den Nabel etwas reinsaugen, um das Hohlkreuz zu vermeiden und den Brustkorb etwas absenken, also das Brustbein mehr zum Boden ziehen, damit der Rundrücken weniger wird. Und wenn man beides gleichzeitig macht, dann wird der Rücken gerade. Es ist aber nicht einfach, den Rücken so zu spüren, um das gleichzeitig zu machen. Oftmals entstehen da auch Fehlbewegungen. Die Knie sind etwa 10 cm auseinander, die Hände sind schulterbreit. Der Rücken ist jetzt gerade, das Gesicht zeigt zum Boden, aber der Kopf darf nicht hängen. Auch darauf achten, dass es eine Linie ist, wie der Hals aus der Brustwirbelsäule hervorgeht. Und dann könnt ihr das jetzt mal so machen, dass ihr eure Schultern ein bisschen anhebt und dann wieder senken lasst, so wie wir es eben geübt haben, aber ohne den Rücken rund zu machen, nur aus den Schultern ein wenig bewegen. Gut, und dann wählt ihr die obere Position, wo ihr rausgehoben seid in den Schultern, aber gerader Rücken. Und dann rechten Arm und linkes Bein ausstrecken. Sehen, dass hinter euch genügend Platz ist, um das Bein zu strecken. Und dann wieder abstellen und die andere Seite machen.
Man kann den Arm immer so drehen, dass die kleinen Fingerseite, die Handkante zum Boden ausgerichtet ist. Das ist die Auswärtsrotation des Oberarms, dann die Seite wechseln. Und die Auswärtsrotation des Oberarms schafft im Schulternackenbereich etwas mehr Weite. Nochmal wechseln, die linke Arm, rechtes Bein. Vielleicht nochmal die Bauchspannung nachsetzen, ne? So eine Neigung wieder ins Hohlkreuz zu geraten, die kann häufig auftreten. Und rechter Arm, linkes Bein, ist also eine diagonale Stärkung. Der Arm, die Schulter wird gestärkt, diagonal über den Rücken, die Rückenmuskeln, das gegenüberliegende Gesäß, die Beinrückseite. Und dann absetzen und nochmal linker Arm, rechtes Bein. Auch wieder Armstärkung, Schulter, diagonal über den Rücken, von links nach rechts, das rechte Gesäß und die Oberschenkelrückseite. Und wieder nach unten, dann mal die Stellung des Kindes zum Nachspüren oder die Bauchlage. Um sich spirituell zu entwickeln, ist es sicher hilfreich, einen gesunden Geist zu haben. Und ein gesunder Geist wird es leichter haben in einem gesunden Körper. Und das ist deshalb eine gute Voraussetzung, Asanas zu üben, um dem Körper eine gute Voraussetzung zu geben und damit auch dem Geist und der Seele. Auch so kann man Hatha-Yoga verstehen. Und nun leg dich auf den Bauch und streck die Arme nach vorne aus. Es kommt eine ähnliche Übung, nämlich ein diagonales Boot. Im diagonalen Boot streckt ihr also Füße nach hinten aus, Arme nach vorne, macht euch ganz lang in die Fingerspitzen der rechten Hand und bis in den langen linken Fuß hinein. Dann hebt ihr beide Körperteile an, den Arm, das Bein, hebt den Kopf mit an, das Gesicht zeigt zum Boden. Es sind dieselben Muskeln, die jetzt gestärkt werden. Aber es ist gut, beide Alternativen zu kennen. Dann die andere Seite machen. Denn wenn man Knieprobleme hat, dann würde man genau diese Haltung machen, wie jetzt. Ne? Dann muss man nicht auf den Knien stützen. Und nochmal der rechte Arm, das linke Bein. Und wenn der Bauch zu groß ist, bestes Beispiel Schwangerschaft, geht nur im Vierfüßlerstand. Und noch einmal linker Arm, rechtes Bein. Und noch einmal rechter Arm und linkes Bein. Nur mal alles geben, wie Swami Shivananda sein Leben. Er hat alles gegeben. Und ablegen. Und der linke Arm, das rechte Bein zum Abschluss. Und wieder ablegen. Pause machen in der Bauchentspannungslage. Hier kannst du entweder die Wange oder die Stirn auflegen. Die beiden Hände können oberhalb des Kopfes liegen, dann liegt der Hals gerade und der Kopf flach. Die großen Zehen dürfen einander berühren, die Fersen nach außen fallen, um durch diese sogenannte Einwärtsrotation der Oberschenkel mehr Weite an der Beckenrückseite zu erzeugen und dort gut zu entspannen. Lendenwirbelsäule, Beckenrückseite, gut zu entspannen. Neben den Stärkungsübungen sind natürlich die Dehnungsübungen auch sehr wichtig, auch in Bezug auf die Wirbelsäule. Ein Rundrücken, ne? Der ist wenig drehfreudig. Eine Brustwirbelsäule ist wenig drehfreudig und das wollen wir etwas fördern. Sonst wird bei jeder Drehung die Lendenwirbelsäule zu stark beansprucht, weil die Drehung dann mehr in die Lendenwirbelsäule reingeht. Also mal für alle eine Übung, um die Brustwirbelsäule flexibler zu machen. Dazu kannst du wieder auf der rechten Seite liegen. Und dieses Mal stützt du deinen Kopf auf dem Unterarm. Also du musst erst den Arm so beugen. Guck, ich mache es gerade so. Und dann richtig ablegen den Arm. Ne? Genau. Also gebeugt ablegen. Die Hand ist auch auf dem Boden, aber gebeugt. Guck mal, so muss der Arm sein. Und jetzt leg mal deinen Kopf richtig ab. So.
Und möglichst da den Kopf drauflegen. Also den Arm ein bisschen höher, genau. Ne? Ja, okay. Und jetzt im 90 Grad beugen die Knie. Also in der Hüfte 90 Grad. Und das ist nämlich ein Schutz gegen ein Hohlkreuz, wenn man so weit angehockt liegt. Die Knie übereinander, die Hüften übereinander, die Füße auch. Der Kopf liegt jetzt auf dem Unterarm, weil der wird sich gleich bewegen und der soll möglichst die ganze Zeit gestützt sein. Deshalb ist es gut, wenn man nicht so sehr auf der Hand im Moment liegt, sondern mehr auf dem Unterarm in der Nähe des Ellbogens liegt. Ne? Und die linke Hand ist jetzt vor euch. Ihr setzt jetzt wieder eine intensive Bauchspannung ein und der linke Arm, der vor eurem Bauch ist, der dreht sich jetzt auf. Der dreht sich auf zur linken Seite. Ne? Und so rollt der Kopf auf diesem Stützarm ab und das Gesicht dreht sich mit nach links. Und jetzt dreht ihr wieder zurück. Ihr müsst nicht maximal drehen, ihr könnt erstmal sanft anfangen. Und jetzt kommt die nächste Bewegung. Wieder, immer mit derselben Seite, einmal nach dem anderen Mal. Fangt ruhig sanft an, dass es vielleicht nur bis zur Mitte geht, auch der Arm gar nicht bis zum Boden geht. Und ihr werdet merken, mit jeder weiteren Wiederholung wird es etwas mehr gehen. Man wird immer beweglicher, in der Wirbelsäule, auch im Schultergelenk. Aber hauptsächlich geht es um die Brustwirbelsäule. Ne? Die wird durch so eine schöne Rückenübung, sanfte Übung flexibel. Halte die ganze Zeit die Bauchspannung, um den unteren Rücken zu schützen. Gut, und wenn der Arm wieder zurück ist in der Ausgangslage, dann kannst du diese Übung zu dieser Seite beenden und dich dann auf die andere Seite drehen. Und wieder anhocken, den Kopf wieder ablegen auf dem linken Unterarm in der Nähe des Ellbogengelenks. Die rechte Hand ist vor dir. Du ziehst den Nabel wieder intensiv rein und drehst du wieder auf. Und der Kopf rollt mit, dass der Blick so in etwa der Hand folgen kann. Und so kannst du wieder einige Male hin und her bewegen. Sei ganz konzentriert darauf, dass die Bauchspannung gehalten bleibt. Und nach der nächsten Bewegung kannst du dann wieder, wenn der Arm wieder vorne ist, beenden. Das heißt, du kannst gerade so liegen bleiben auf der Seite und nochmal eine kurze Zwischenentspannung in der Seitlage einnehmen, die jetzt für dich angenehm und bequem ist und etwas nachspüren. Das kann auch eine Position sein, die man einnimmt in einer tiefen Entspannung. Normalerweise liegt man auf dem Rücken. Man kann in der Rückenlage ausgestreckte Beine haben, das wäre das Übliche. Man kann auch die Füße aufstellen, die Knie zusammenfallen lassen, um die Lendenwirbelsäule zu entlasten. Aber manchmal bei bestimmten Rückenbeschwerden ist es auch ungünstig, überhaupt auf dem Rücken zu liegen. Und dann könnte man als Alternative auf der Seite liegen. Nun folgen die beliebten Bauchmuskelübungen, die dürfen wir nicht vergessen. Und so könnt ihr über den Vierfüßlerstand nach oben kommen, euch dann umdrehen und auf den Rücken legen. Wir müssen ja für Ausgeglichenheit sorgen. Ne? Wenn die Rückenmuskeln gestärkt werden und sie sind ganz stark, die Bauchmuskeln ganz schwach, dann hat man immer eine Tendenz, in einem Hohlkreuz zu sein. Ne? Also die Bauchmuskeln dagegen setzen, die müssen ganz stark werden und dann kann es ausgeglichen gehalten werden. Bauchmuskelübungen jetzt insbesondere für den Unterbauch, also für die Region, wo der Nabel sich etwa befindet. Und dazu kann der Kopf liegen bleiben. Ihr stellt eure Füße am Boden auf, hebt die Knie dann an, also macht einen 90-Grad-Winkel in den Knien. Die Unterschenkel sind jetzt parallel zum Boden, die Oberschenkel senkrecht zum Boden. Jetzt die Bauchmuskeln so einsetzen, dass euer Unterrücken deutlichen Bodenkontakt hat. Kopf kann liegen bleiben. Der ist ganz entspannt. Wenn dabei die Knie über dem Nabel sind, ist es etwas einfacher. Wenn die Knie
10 cm weiter weg sind, also dann sind genau die Oberschenkel senkrecht. Wenn man von der Seite schauen würde, dann ist es etwas schwieriger. Das könnt ihr so machen, wie es euch möglich ist. Und dann schiebt ihr mal euren rechten Fuß etwas nach vorne und wieder zurück. Und dann die andere Seite. Und dabei ist es auch wichtig, also dass ihr immer wartet, bis die beiden Knie nebeneinander sind, dann erst die nächste Bewegung machen. Und dass der Fuß sich parallel zum Boden bewegt. Also nicht zum Boden runtergehend der Fuß, sondern immer auf gleicher Höhe sich bewegt. Das ist schonend und schützend für den unteren Rücken. Jetzt trainiert ihr eure geraden Bauchmuskeln und eure querverlaufenden Bauchmuskeln und gleichzeitig auch die Beugemuskeln in den Oberschenkeln. Gut, dann könnt ihr eine kleine Pause machen. Entweder ein Päckchen oder die Füße zum Boden stellen. Die nächste Asana soll jetzt auch die seitlichen Bauchmuskeln beteiligen, sogenannte schräge Bauchmuskeln, die seitlich in der Taille sich vorwiegend befinden. Wieder die Füße vom Boden abheben, die Knie zusammen, die Füße auch zusammen und die Knie sollen jetzt gemeinsam auf der Kreisbahn Kreise malen, parallel zum Boden. Einmal gehen die Knie mehr an den Bauch ran, dann gehen sie zur einen Seite, dann gehen sie vom Bauch weg und dann gehen sie zur anderen Seite. Richtig Kreise machen mit den Knien, genau. Die Füße, die gehen nicht hoch und runter, die bleiben immer im selben Bodenabstand. Und achte hier auch drauf, die Lendenwirbelsäule bleibt geerdet. Und entweder machst du kleine Kreise um den Nabel als Mittelpunkt, das ist dann sanft. Und wenn es mehr sein darf, etwas größere Kreise und der Mittelpunkt vielleicht etwas weiter weggeschoben. Aber immer Bodenkontakt, Lendenwirbelsäule. Gut, wenn die Knie über dem Nabel sind, kurz anhalten. Wenn es genug ist, wenn ihr merkt, die Lendenwirbelsäule kann nicht mal unten bleiben, dann jetzt beenden. Ansonsten nochmal in die andere Richtung weiterdrehen. Stärkung der Bauchmuskeln. Hier werden alle Bauchmuskeln gleichzeitig gestärkt. Das sind die Gegenspieler der Rückenstrecker im Bereich der Lendenwirbelsäule. Und Pause machen. Entweder ein Päckchen wieder oder Füße zum Boden stellen. Einen kleinen Moment nachspüren. Die Vorstellung ist, ein Muskelkorsett aufzubauen. Das besteht aus den Rückenmuskeln im unteren Rücken, aus den seitlichen Bauchmuskeln und aus den Bauchmuskeln vorne. Und das gibt dann Stabilität für die Lendenwirbelsäule. Lendenwirbelsäule ist so der Ort, wo am meisten Probleme auftreten. Zweiter Häufungsort von Problemen ist der Schulter-Nackenbereich. Da hatten wir hauptsächlich jetzt den Adler gemacht. Aber da wartet noch eine Übung, um die Schultergelenke beweglich zu machen. Dazu könnt ihr noch einmal zum Stehen kommen. Am besten wieder über die Seite zum Stehen kommen, dann ist es schonend für die Lendenwirbelsäule. Dann beginnen wir mit einer Übung, um die Schultergelenke beweglich zu machen. Schulteröffnung sagt man auch dazu. Die Übung ist so, dass ihr einfach mal steht, die Arme hängen nach unten und ihr greift mit eurem linken Arm den rechten Arm hinter dem Rücken, wenn es möglich ist, oberhalb des Ellbogens. Wenn das sehr leicht fällt, könnt ihr noch weiter oben greifen. Wenn es sehr schwer fällt, ist es auch okay, wenn ihr nur das andere Handgelenk greift hinter dem Rücken. Dann ist es eben so, das, was möglich ist. Ansonsten mit einer guten Aufrichtung stehen. Dazu gehört wieder die Bauchspannung. Die Öffnung des Brustkorbs ist da, das Gesicht zeigt nach vorne. Gesicht ist entspannt, Hals ist entspannt. Das ist bei allen Asanas immer wichtig. Und jetzt spürt ihr gerade eine Dehnung an eurem linken Arm. Könnt ihr selber mal spüren, wo ihr die genau spürt.
welchen Stellen das wahrnehmbar ist, diese Dehnung. Und dann die Seite beenden. Für die zweite Seite, die geht für Rechtshänder etwas schwerer, also nicht für alle, aber für die meisten Rechtshänder. Nehmt euren rechten Arm und könnt mit der linken Hand die rechte Hand mal etwas hochdrücken, wenn ihr es braucht. Dann greift ihr den anderen Arm. Was spürbar ist, das ist jetzt auf der rechten Seite der Oberarm und die Schulterkuppe. Da ist jetzt eine Dehnung zu spüren. Und diese Dehnungen, die führen dazu, dass man, wenn die Arme nach oben gestreckt sind, dass man sie dann besser nach hinten bewegen kann. Das nennt man Schulteröffnung. Ne? Na, das könnt ihr euch damit erarbeiten, mit dieser Haltung. Das ist aber nur die Vorübung. Deshalb könnt ihr die auch schon mal beenden, diese Vorübung. Und wir machen dann gleich noch eine weitere. Nämlich das sogenannte Kuhgesicht, Kuhkopf, Gomukhasana wird es auch genannt. Und hier könnt ihr dann wieder euren linken Arm zur Seite ausstrecken, die Handfläche nach hinten drehen, den Ellbogen beugen, Handrücken geht auf den Rücken möglichst weit oben, rechter Arm geht hoch, Ellbogen beugt sich und greift, wenn es geht, die Finger der unteren Hand. Wenn ihr das nicht schafft, lasst ihr die Hände ein Stück auseinander. Wenn man jetzt Yoga-Hilfsmittel hätte, ein Gurt zum Beispiel oder irgendwas Ähnliches, dann kann man auch damit arbeiten und den Abstand überbrücken. Das Hilfsmittel würde dann jetzt auf der rechten Schulter liegen. Und ich spüre wieder den Oberarm, die Schulterkuppe und beim rechten Arm spürst du die Rückseite des Oberarms. Trizepsmuskel wird auch gedehnt. Gut, die Seite beenden. Im Moment warten, geht auch wieder ohne Ausschütteln, einfach mal warten. Das wäre dann auch wieder so der spirituelle Weg, dass man ja auch spirituell gesehen, ne? Es ist ja nicht nur, dass der Körper in Ruhe kommt, sondern es fließt ja Prana. Wenn man jetzt schüttelt, dann wird das Prana auch durcheinander geschüttelt. Ne? Also in diesem Sinne auch sinnvoll, nicht auszuschütteln. Da auch diese spirituelle Kraft wirken zu lassen. Jetzt den Gurt auf die linke Schulter, falls vorhanden, den rechten Arm zur Seite ausstrecken, Handfläche nach hinten drehen, Arm auf den Rücken. Eventuell hilft die linke Hand der rechten Hand etwas nach oben. Der linke Arm geht hoch, Ellbogen beugt sich, ihr greift den Gurt oder die Hände oder ihr habt einen Abstand. Hier ist auch wieder Gesicht entspannt, Hals ist entspannt. Der Arm ist möglichst senkrecht nach oben. Manchmal weicht er aus, dann geht er nach vorne der Ellbogen oder zur Seite. Das ist dann der Fall, wenn man einen Rundrücken hat oder wenn man eine Einschränkung in der Schulterbeweglichkeit hat oder beides. Oder aber man hat es einfach noch nicht richtig gemacht. Kann auch sein, ne? Dass man es einfach nur ausrichten muss und man kann es auch. Die Bauchspannung ist auch noch die ganze Zeit dabei, dass kein Hohlkreuz entsteht. Und dann auch diese Seite wieder beenden, die Arme nach unten nehmen und wieder einen Moment an das Prana denken, das jetzt weiter fließen will und deshalb keine Störung haben will durch irgendwelches Ausschütteln. Eine super Rückenübung ist die Zehenraupe. Die hat verschiedene Zwecke. Eine Zehenraupe, dazu muss man auf einem Untergrund stehen, wo man ein bisschen gleiten kann. Also auf dem Teppichboden ist es ideal, also besser als auf der rutschfesten Matte da zu stehen. Ne? Und für die Zehenraupe, ich will dann auch sagen, wofür sie alles gut ist. Erstmal könnt ihr schon mal beginnen. Ihr steht also Füße parallel nach vorne in der Berghaltung und dann hebt ihr mal die Zehen eures rechten Fußes an, Ballen bleibt aber unten. Jetzt gebt ihr die Zehen nach vorne, krallt sie intensiv in den Boden ein und zieht so den Fuß nach vorne mit dem Krallen der Zehen. Und dann streckt ihr die Zehen wieder aus und loslassen. Linker Fuß, Zehen hochbiegen, Ballen bleiben unten, nach vorne einkrallen und den Fuß vorziehen. Und dann wieder ausstrecken und dann wieder rechts. Immer im Wechsel machen, der eine Fuß und dann der andere Fuß. Genau. Das Wesentliche dabei, das ist das intensive Einkrallen. Das intensive Einkrallen, auch wenn man nicht von der Stelle käme. Aber diese intensive Bewegung, die setzt ja Muskeln ein. Diese Muskeln sind auch in den Füßen. Und die Fußmuskeln, die helfen den Fußgewölben, dass sie erhalten bleiben oder dass sie sich wieder aufbauen. Dafür ist es einerseits. Dann sind aber auch Muskeln in den Unterschenkeln über Sehnen. Dann werden die Unterschenkel aktiviert und die wiederum aktivieren Muskeln in den Oberschenkeln, im Gesäß, im unteren Rücken. Am Ende dient es dazu, Muskeln
links und rechts der Lendenwirbelsäule zu kräftigen. Das kann man sogar spüren. Also wenn ihr eure Hände nehmt, die Fingerkuppen, und setzt sie hier links und rechts von der Wirbelsäule an die Lendenwirbelsäule, an diese Rückenstrecker, dann könnt ihr schon mal spüren, ob die sich sehr hart anfühlen oder mittelmäßig weich. Wenn sie sehr hart sind, könnt ihr keinen Unterschied spüren. Aber wenn sie mittelmäßig weich sind, könnt ihr erstmal diese Weichheit spüren. Und in dem Moment, wo ihr die Zehen einkrallt, auf der Seite, wo ihr einkrallt, werden sie härter. Wenn man das spürt, dann weiß man auch, dass es funktioniert, dass da eine Stärkung eintritt. Wer die Übung schon kennt und fortgeschrittener üben will, kann das mit beiden gleichzeitig machen. Also bei beiden Füßen die Zehen hochbiegen, Ballen bleiben unten, einkrallen in den Boden und dann so ganz mit einem Ruck nach vorne. Das wird nicht so leicht fallen erstmal, wenn man das noch nie gemacht hat, das braucht Übung. Aber auch wenn ihr nicht von der Stelle kommt, das Entscheidende ist eine intensive Einkrallbewegung. Ne? Und mit dieser Bewegung, da stärkt ihr eure Muskeln, das kann man auch wieder spüren. Links und rechts der Lendenwirbelsäule. Gut, und dann wieder beenden. Jetzt machen wir noch eine letzte Übung im Stehen. Da könnt ihr euch nochmal ausrichten zu der Fensterseite. Und es ist ein Dreieck. Ein Dreieck nach der Grundreihe von Yoga Vidya, so wie es auch von Swami Shivananda in der sogenannten Rishikesh-Reihe damals entwickelt wurde, ist es auch enthalten. Also ein Dreieck, das ist jetzt kein Dreieck, was die Beininnenseiten dehnen soll, das ist nicht ganz so groß, aber es soll dafür sorgen, dass man die Hüfte nicht gut zur Seite rausschieben kann, dass man zentriert stehen bleibt. Deswegen ist diese sehr Grätsche. Und dann streckt ihr jetzt mal euren linken Arm nach oben hoch, lang neben dem Ohr nach oben hochstrecken. Und ganz viel Länge nach oben, auch mit etwas Bauchspannung, wie in der Berghaltung. Ne? Die rechte Hand ist locker an der Oberschenkelaußenseite. Man kann diese Übung als Variante so machen, dass man einfach nur gerade bleibt und sich ganz lang macht. Dann wird die linke Körperseite auch gut gedehnt. Wenn ihr euch etwas zur rechten Seite jetzt neigt, ist die Dehnung stärker. Macht es aber nur so, dass ihr gut ausgerichtet bleibt, keine Verdrehung auftritt. Im Zweifelsfall einfach nur gerade nach oben und ansonsten ein Stück zur Seite. Die Seitneigung der Wirbelsäule damit auch verbunden. Gut, dann wieder nach oben kommen, den Arm wieder senken. Und dann den rechten Arm hochstrecken, am Ohr entlang ganz lang machen. Ohr und Arm sind nah zusammen. Und wer möchte, kann wieder eine leichte Seitneigung zur linken Seite machen. Und die anderen können auch ganz gerade einfach nur nach oben ziehen. Handfläche zeigt dabei nach links. Und auch wieder nach oben kommen, dann den Arm wieder senken und zusammenlaufen. Kurz in der Berghaltung stehen, nachspüren. Genau, könnt euch gerne wieder nach vorne ausrichten. Und dann könnt ihr euch auf den Rücken legen. Es gibt ein paar Elemente, die wichtig sind im Rücken-Yoga. Das eine war das Training der Bauchmuskeln und der Rückenmuskeln. Dann waren es Elemente von Dehnung der Brustmuskeln, hatten wir gemacht, weil die Arme ausgebreitet waren. Wichtig auch die Bauchmuskeln lang zu dehnen, das können wir jetzt noch machen als nächste Übung. Und dann haben wir auch viele Übungen gemacht zur Hüftbeweglichkeit, wo wir Dehnungseffekte hatten in den Oberschenkeln. Die Hüftgelenke beweglich zu machen, wenn die beweglich sind, dann treten weniger ungünstige Kräfte an der Lendenwirbelsäule auf. Gut, jetzt einmal noch, um den ganzen Körper und auch die Bauchmuskeln nochmal zu dehnen, könnt ihr eure Arme oberhalb eures Kopfes am Boden ablegen, wenn es möglich ist. Und wenn nicht, dann schweben sie eben ein bisschen, es geht auch. Und dann sind die Beine auch ausgestreckt, hier könnt ihr beide Füße flexen, also damit ist gemeint, die Fußspitzen zu kippen zu den Kniescheiben hin und die Fersen rausschieben. In die andere Richtung, da schiebt ihr eure Hände ganz weit raus und wer mag, kann das Gesäß anspannen. Und nochmal einige Atemzüge machen. Das ist eine Übung, da werden die Bauchmuskeln jetzt auch gedehnt. Und ihr könnt auch wahrnehmen, ihr seid ja am Atmen, ne? Der Bauch geht raus bei der Einatmung, obwohl er gedehnt wird. Er bewegt sich immer noch. Es geht alles gleichzeitig. Ist dann nicht so deutlich zu sehen, aber ist doch dennoch beides gleichzeitig vorhanden. Bauchbewegung und die Dehnung. Gut, dann die Arme wieder nach unten nehmen, neben die Hüften.
Und wir machen noch eine Übung zum Abschluss, nämlich eine sogenannte Hüftöffnungsübung. Die kann man auch auf eine sehr sanfte Weise machen oder auf eine normale. Die heißt Nadelöhr. Beide Füße am Boden aufstellen. Und dann das äußere Fußgelenk des rechten Fußes am linken Oberschenkel auflegen. Zum Beispiel zwischen dem Knöchel und der Ferse, diese Stelle könnte man diese Mulde wählen. Dann zeigt euer rechtes Knie jetzt nach außen und ihr habt so ein Fenster gebildet. Die super Sanftübung wäre jetzt die rechte Hand oder einfach so liegen bleiben, kann für manche schon genug Dehnung sein im Bereich des rechten Gesäßes. Sonst wäre die Fortsetzung die rechte Hand gegen das rechte Knie setzen und das Knie etwas wegschieben. Na, dann wird die Dehnung stärker. So, die normale Übung wäre aber jetzt in dieser Haltung, wie ihr sie jetzt habt, mit den Beinen, die Beine an den Brustkorb ranziehen und mit der rechten Hand zwischen den Beinen durchgreifen, um das obere Schienbein des linken Beins, die linke Hand auch. Ne? Beide Hände greifen da herum. Und so haltet ihr das. Dann spürt ihr eine Dehnung im Bereich des rechten Gesäßes. Es ist so ein Gesäß-Oberschenkelübergang an der Rückseite, Außenseite etwa. Diese Stelle kann man spüren. Wenn euer Kopf etwas nach hinten gedreht ist, könnt ihr versuchen, ob ihr es einfach korrigieren könnt, dass ihr das Kinn mal nach unten nehmt zum Hals und dann aber auch wieder loslassen, Kopf liegen lassen. In vielen Fällen wird es dann eher gerade liegen. Wenn nicht, dann müsstet ihr, bevor ihr die nächste Seite macht, euch ein Kissen oder eine gefaltete Decke und den Hinterkopf legen. Das wäre dann eine gute Hilfe. Achte auch darauf, nicht zur Seite zu rollen bei der Übung. Das könnte jetzt eine Tendenz geben, nach rechts zu rollen, weil das Knie etwas raussteht. Bleibe in der Mitte. Auf der Wirbelsäule. Spüre diese Dehnung. Und vom Hebel her ist es günstig, die Hände nicht am Fußgelenk zu platzieren, sondern eher kurz unterhalb des Kniegelenks im oberen Schienbein. Dann ist es besser zu halten. Und kann man es auch besser ranziehen. Gut, die Seite beenden. Dann die zweite Seite machen. Jetzt den linken Fuß auflegen, zum Beispiel mit der Mulde zwischen Ferse und Knöchel. Und wer will, kann die beiden Beine wieder ranziehen. Die anderen können einfach gegen das Knie schieben. Wieder um das obere Schienbein des rechten Beins. Die linke Hand geht dabei zwischen den Beinen durch. Es gibt einen Punkt, an dem die Dehnung maximal ist. Die ist nicht maximal insgesamt. Es gibt Übungen, die als Hüftöffnungsübungen deutlicher sind als diese. Das ist mehr eine Einstiegsübung. Aber wenn ihr direkt die Ferse auflegt am Oberschenkel, anstatt die Mulde daneben, dann ist es etwas intensiver. Und andererseits, wenn der rechte Fuß mehr nach rechts rausrutscht, dann wird es weniger. Ne? Spüre wieder genau zu der Dehnstelle auf der linken Seite. Nimm den Körper ganz genau wahr, wo es genau dehnt und wie viel es dehnt. Ob es am Rücken dabei gut geht, spüre auch zur Lendenwirbelsäule. Und dann beende auch diese Seite. Stell beide Füße am Boden auf. Du kannst die Knie auch zusammenfallen lassen, das nochmal einen kurzen Moment nachspüren. Die Lendenwirbelsäule sinkt dann in Richtung zum Boden nach unten. Und dann kannst du dich jetzt vorbereiten auf die Tiefenentspannung. Und dann lege dich ganz symmetrisch auf den Boden ab. Deine Wirbelsäule ist die Symmetrieachse, auch der Hals gehört dazu. Das bedeutet, die Nase ist auch genau in der Mitte, gerade nach oben ausgerichtet. Deine Arme etwas zu den Seiten, schräg nach unten.
Freie Achselhöhlen, entspannte Schultern. Die Oberarme auswärts rotiert, sodass die Ellbogen beugen und die Handflächen zur Decke nach oben zeigen. Spüre den Hinterkopf auf dem Boden. Lass ihn liegen und dreh nochmal das Kinn in Richtung zum Hals nach unten und lass wieder los. Schließe die Augen. Wenn du möchtest, stell die Füße am Boden auf, lass die Knie zusammenfallen oder leg dich auf die Seite. Hast alle Möglichkeiten, auch während der tiefen Entspannung die Haltung nochmal zu verändern. Zweimal atmen, langsam und tief. Mit jeder weiteren Ausatmung sinkt nun deine Körperrückseite immer mehr zum Boden hinab. Und verbinde deine Gedanken mit Swami Shivananda. Mit seinem Lebensweg, zunächst als Arzt, und dann mit seiner Entscheidung, das gründlich zu ändern und ein Yogi zu werden. Und auch die Verbindung dessen, was er bis dahin hatte, eben sein Arztwissen, er konnte das auch einbringen in sein weiteres Wirken. Zusammen mit der spirituellen Entwicklung und dem, was er dann auf spirituellem Wege seinen Aspiranten, seinen Anhängern geben konnte. Auch seine Entscheidung, es nicht für sich zu behalten, sondern dem Bitten der Anhänger nachzugeben, einen Ashram zu gründen, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich im Yoga zu üben und es auch in der Gemeinschaft zu tun, sich zu entwickeln in der Gemeinschaft. Und so kannst du auch für dich überlegen, ob es mit deinem Lebensweg auch Zusammenhänge dazu gibt. Ob du vielleicht einem ähnlichen Weg folgen möchtest. Dann seine Verbreitung des integralen Yoga in die Welt. Er hat lange Reisen gemacht durch Indien, an den Bahnstationen. Wenn der Zug angehalten hat, kamen die Menschen an und er hat gesungen und zu ihnen geredet und sie beseelt. Und auf diesem Samen konnte dann auch Yoga Vidya entstehen. Und wachsen. Für die weitere Entspannung verwende nun eine Visualisierung. Stell dir vor, unter dir wäre ein kleiner Bach, ein Gebirgsbach. Der plätschert unter dir entlang, so breit wie deine Yogamatte und ziemlich flach. Er fließt vom Kopf her an deinem Rücken entlang zu den Füßen. Und diese kleinen Wellen, die ziehen alle Rückenbeschwerden aus deinem Rücken raus. Alle Verspannungen werden mitgenommen von diesem Bach. Er fließt immer wieder neu nach, vom Kopf in Richtung zu den Füßen, unter dir entlang. Und zieht alle Rückenverspannungen aus dir heraus und nimmt sie mit. So wie auch Swami Shivananda vielen seiner Schüler helfen konnte, deren geistige, spirituelle Probleme zu lösen und sie wegzunehmen von ihnen.
Und nun kannst du zusätzlich zu dieser Visualisierung noch eine Affirmation einsetzen. Wiederhole immer wieder im Geiste: Mein Rücken fühlt sich ganz wohl. Mein Rücken fühlt sich ganz wohl. Löse noch einmal deinen gesamten Körper, deine Füße, die Unterschenkel lösen, Oberschenkel lösen. Das Becken lässt los und sinkt zum Boden und wird getragen. Die Bauchdecke lösen, den unteren Rücken lösen. Den mittleren Rücken lösen, den Schulterbereich lösen. Lass deine Schulterblätter flach liegen, Schulterkuppen sinken zum Boden. Die Oberarme lösen, die Unterarme lösen, Hände und alle Finger gelöst. Die Kehle lösen, den Nacken lösen. Dein Kopf lässt ganz los und der Boden trägt den Kopf. Die Stirn lösen, Augenbrauen und Augenmuskeln lösen. Die Wangen lösen. Den Unterkiefer lösen. Und nun spüre deine Zunge, ein zentraler Entspannungsort im Körper, die Zunge. Wenn du spürst, sie drückt nach oben gegen den Gaumen, löse die Zunge. Spüre eine Welle der Entspannung fließen von der Zunge, gelöst durch den Hals. Fließt sie in die Schultern, Oberarme, Unterarme, Hände und Finger. Und spüre noch einmal die gelöste Zunge, die Entspannungswelle durch den Hals, in den Brustkorb, in den Bauchraum, den Beckenbereich, hinein in die Oberschenkel, Unterschenkel, Füße und Zehen. Und nun atme zweimal langsam und tief. Beginne mit kleinen Bewegungen der
Füße und der Hände. Die Bewegungen dürfen größer werden. Und dann mal die Arme am Ende ausstrecken. Und rückenschonend über die Seite anschließend zum Sitzen kommen. Nimm dir wieder genügend Kissen, um gut sitzen zu können. Deine Wirbelsäule gut aufrichten zu können. Und den Handrücken auf den Oberschenkeln. Wenn du magst, stell dir vor, Swami Shivananda singt mit uns gemeinsam. Dann danke ich euch fürs Teilnehmen an dieser besonderen Yogastunde zu einem besonderen Tag. Ihr könnt euch gerne auch im Shop mit Büchern von Swami Shivananda in diese Richtung weiter einlassen oder wenn es um das Rücken-Yoga geht, mit dem Buch Yoga und der Rücken atmet auf, das ich geschrieben habe dazu. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und erstmal einen guten Appetit.